Herzlich willkommen zu einem kurzen Kameratest mit dem OnePlus Nord 2. Ihr seht mich hier über die 32 Megapixel Frontkamera und hört mich über das interne Mikrofon. OnePlus typisch ist die Qualität der Soundaufnahme ganz okay. Allerdings wird bei 1080p mit 30 FPS nicht stabilisiert, also hier ist es verwackelt. Dafür steht bei OnePlus ein extra Modus zur Verfügung, der Super Stable Mode. Den mache ich jetzt direkt mal an und dann schauen wir uns mal an, wie die Aufnahme stabilisiert aussieht. Jetzt haben wir den Super Stable Mode. Die Qualität hat hier natürlich, man muss hier Einbußen hinnehmen, was die Qualität angeht, aber dafür kann man sich vorwärts bewegen und hat hier wunderbar flüssige Aufnahmen, also kein Geruckel, kein gar nichts. Großer Nachteil ist natürlich auch hier wiederum, dass die Bildfläche sich verkleinert. Das ist ziemlich normal bei solchen Super Stable Modes. Grundsätzlich könnte man auch einfach die normale Aufnahme, einfach ein EIS nutzen, statt das irgendwie als Super Modi zu verkaufen, als zusätzlichen Modus zu verkaufen. Aber so ist es nun mal. 4K bei einer Frontkamera wäre auch schön gewesen. Ich meine, wir sind hier immerhin bei knapp 400 Euro für das Smartphone. Schauen wir uns jetzt noch die Hauptkamera an, die ist nämlich wirklich spannend, und die Ultra-Weitwinkelkamera. Los geht's! Starten wir mit der 50 Megapixel Hauptkamera und der höchsten verfügbaren Auflösung. Wir sprechen hier von 4K 30 FPS. 60 FPS ist bei 4K leider nicht verfügbar. Dafür macht der Fokus absolut gar keine Anstalten. Und sobald ich mich vorwärts bewege, wird hier auch schön stabilisiert. Die Qualität des Sony IMX766 ist ziemlich, ziemlich gut. Den Sensor kennt man unter anderem auch von Flagships wie dem Oppo Find X3 Pro. Also hier hat OnePlus definitiv nicht gespart. Man könnte, wie gesagt, 4K 60 FPS immerhin nicht stabilisiert anbieten. Aber eins ist klar, OIS und EIS leisten hier in Kombination definitiv gute Arbeit. Und die Aufnahmen sind mehr als ansehnlich für den Preisbereich. Sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir uns 1080p und 60 FPS an. Das eignet sich insbesondere, wenn man schnelle Bewegungen einfangen will. Der Modus wird auch noch natürlich durch ein OIS stabilisiert, den kann man auch nicht ausschalten, aber hier arbeitet sogar noch zusätzlich ein EIS. Der Fokus klappt auch bei 60 FPS ganz gut, das ist nicht bei vielen Smartphones so. Was mir aufgefallen ist beim Test, manchmal überbelichtet er bestimmte Szenen und beziehungsweise wechselt er die Belichtung dann gar nicht mehr. Ich kann das mal gerade versuchen, irgendwie hier hervorzurufen, aber letztendlich klappt es jetzt stabil und der Modus zeigt eben, wie gesagt, wenn man schnell bewegen anfangen will, von Vorteil, ansonsten immer 4K 30 FPS nehmen. Dann kommen wir noch zur Ultra-Weitwinkelkamera, die kann leider nur Videos bei 1080p mit 30 FPS aufnehmen, aber die Qualität ist ganz angenehm. Problematisch wird, sobald man sich fortbewegt, wie ihr im Video direkt erkennen könnt, wird hier leider nicht stabilisiert. Also während die Hauptkamera OIS und EIS zur Verfügung hat, gibt es hier keinen EIS oder einen ziemlich schlechten EIS. Das bleibt noch offen. Gegebenenfalls kann ihr OnePlus auch noch mit einem Software-Update nachliefern. Aber aktuell sieht das Ganze so aus mit der Ultra-Weitwinkelkamera. Fassen wir es zum Schluss nochmal kurz zusammen, und zwar im sogenannten Dual-Video-Mode. Man hat ja irgendwie auch keine Möglichkeit, das Ganze noch anzupassen. Man kann allerdings mit der Hauptkamera einen Digital-Zoom starten. So schaut das Ganze dann aus. Man hat sich dann eben selbst im Video und kann sich vorwärts bewegen und vielleicht ganz coole Videos damit produzieren. Zum OnePlus Nord 2 gibt es Folgendes zu sagen. Der Hauptkamerasensor macht exzellente 4K 30 FPS Aufnahmen, die zuverlässig stabilisiert werden. Nachteile sind ganz klar, dass man einen Super Stable Mode bei der Frontkamera benutzen muss, um eine Stabilisierung zu haben. 1080p 30 FPS sind jetzt auch nicht zwangsläufig gut in der Preisklasse. Es gibt jetzt auch nicht viele Handys, die da irgendwie einen großen Unterschied machen. Aber es wäre schön gewesen, wenn OnePlus da 4K liefern würde und einen EIS. Ansonsten die Ultra-Weitwinkelkamera, von der Qualität her keine Stabilisierung bei der Ultra-Weitwinkelkamera, ist natürlich auch ein klarer Nachteil im Preisbereich und 1080p 30 FPS auch nicht unbedingt angemessen. Ja, das war's dann soweit von mir zum Kameratest mit dem OnePlus Nord 2. Macht's gut!